Verfallene Jagdhütte Ulankur, Südwestküste von Mandalors Nordkontinent. Du bist ein argwöhnischer Mann, Kerl. Das bist du. Fanshisa wischt eine Staubschicht von dem unebenen Tisch und stellt eine Flasche Tihar und zwei Gläser vor Skirata. Die Schicht toter Insekten auf dem Fensterbrett ließ darauf schließen, dass die Jagdhütte schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden war. Ulankur war schrecklich weit weg, um sich dort auf einen Drink zu treffen. Es lag auch schrecklich weit entfernt von der imperialen Garnison und genau darum ging es. Hält mich am Leben, erwiderte Skirata. Wir hätten das auch in Kel'Dabe tun können. Traust du deinem Mandalore nicht? Wir hätten das auch über Kom erledigen können, aber du wolltest dich ja von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Skirata vertraute Fanshisa ebenso sehr, wie er irgendjemandem, der nicht zur Familie gehörte, traute. Allerdings wollte er nicht zu oft mit ihm gesehen werden. Der Mandalore war dem Garnisonskommander bekannt. Skirata musste davon ausgehen, dass einer der Sturmis oder der Mischlingsoffiziere oder sogar dieser inzüchtige, kinnlose Dekut von Commander selbst früher oder später einen Glückstreffer landete und etwas herausfand. Mandalorianer verhielten sich Außenstehenden gegenüber verschlossen, aber nichts blieb für immer geheim. Shisa zog den Korken aus der Flasche und schenkte zwei kleine Gläser Tihar ein. Skirata konnte den farblosen Schnaps über den Tisch riechen. Das wunderbare, samtige Aroma reifer Varusfrüchte, aus denen er gebrannt worden war. Jeder Tihar war anders, jeweils aus den regionalen Früchten gemacht, die zur Verfügung standen. Varus wuchs in den Tropen, daher war diese Flasche ein seltener Genuss. Dein Junge muss nicht draußen warten, Kerl. Ordo behält die Dinge einfach gern im Auge. Vernünftiger Bursche. Shisa nippte und runzelte konzentriert die Stirn. Aber du könntest jederzeit deine Schabler-Rüstung wechseln. Die Imperialen können einen Mando nicht vom anderen unterscheiden, solange man seinen Bouquet aufbehält. Skirata erhob sein Glas und leerte es in einem Zug. Koyasi! Koyasi! Shisa wollte nachschenken, aber Skirata hielt seine Hand über sein Glas. Haha, du denkst, ich will dich zu etwas rumkriegen. Dafür kennen wir uns beide zu gut, oder? Ich kann nicht schnell denken, wenn ich ein paar Drinks intus hab. Du musst auch nicht schnell denken, du musst nur zuhören. Du willst immer noch, dass ich und die Kul'Valdar deine Widerstandsbewegung ausbilden. Geht es darum? Widerstandsbewegung klingt in meinen Ohren ein bisschen zu romantisch und überstürzt. Ich sehe darin mehr, die Absicht entsprechend zu reagieren, falls sich das Imperium nicht als der verlässliche und vernünftige Pächter erweist, den sich ein anständiger Mandalore wünschen würde. Aber das ist nicht der Grund für unsere Unterhaltung. Shisa war ein zurückhaltender Mandalore, was in Skiratas Augen eine gesunde Einstellung war. Er war angetreten, weil er musste. Nach 3 Jahren ohne Jango Fett, ohne den Clanfürsten aller Clanfürsten, gewöhnten sich die Clans zu sehr an die Vorstellung, keinen Richtungsweiser zu haben. Und es lag nur ein schmaler Grat zwischen freidenkerischer Unabhängigkeit und dem Chaos. Aber Shisa war nicht da, um den Laden wie irgendein Aruetis-Bürokrat zu führen. Er war da, um Schwerpunkte zu setzen, und davon hatte er reichlich. Er war ein entschlossener Mann, wenn er auf etwas stieß, das ihm erstrebenswert schien. Skirata wartete darauf, herauszufinden, was das war. Okay, wenn das Angebot noch steht, nehme ich den zweiten Tihar, meinte Skirata. Shisa lächelte vor sich hin und schenkte 2 weitere Gläser ein, bevor er sein Datapad aus seiner Gürteltasche zog und über den staubigen Tisch hob. Skirata nahm es in die Hand. Geschäfte sind gut, Kerl. Das Imperium will Geld ausgeben. Es ist nur die Beschaffenheit ihrer Einkaufsliste, die mir Sorgen bereitete, sozusagen. Skirata nippte an dem Tihar und ging die Nachrichten und Bestellungen auf dem Pad durch, wobei er die üblichen Kopfgeldangelegenheiten und Söldneraufträge bemerkte. Nichts Überraschendes war dabei. Auf diese Art hatten Mandalorianer seit Generationen ihre Brötchen verdient. Was Skirata ins Auge stach, war ein an Mandal Motors adressiertes Dokument, dicht gefolgt von einem Angebot über 800 Millionen Credits für die Schürfrechte für Beskar in der Region Tokursh. Zunächst benötigen wir 300 funktionstüchtige, mit Beskar verstärkte Schiffe. Der Vertrag wird über die Modernisierung jener Schiffe laufen, die seit der letzten Aktion gegen die Jedi brach liegen, als auch über den Bau neuer Schiffe. Des Weiteren wollen wir Bestellungen für fachspezifische Ausrüstung aus Beskar aufgeben, einschließlich Handfesseln, Arrestkäfige, Sicherheitstüren.
Palpy will also Beskar, stellte Skirata fest und schob das Pad zu Shisa zurück. Aber wozu braucht er es, solange er nicht gegen andere Machtnutzer vorgeht? Profane Kreaturen wie wir kann man recht gut zu einem Bruchteil des Preises mit dickwandigem Durastein in Schach halten. Shisa hob sein Glas und zwinkerte. Das ist ein schlimmer Fall von zu viel des Guten und eine Menge Creds für das Privileg. Ein paar hundert Millionen, was der Skirata-Umsiedlungsfonds in ein paar Wochen an Zinsen abwirft. Aber das brauchst du nicht zu wissen, Shisa, so gern ich dich auch mag. Selbst wenn du mein Mandalore bist. Du bist besorgt. Bitte sag mir, dass du besorgt bist. Sagen wir vorsichtig. Vor wem fürchtet er sich? Vielleicht nur vor uns, weil wir auf dem Beskar sitzen und wissen, wie man es einsetzt. Wir haben seit Jahrtausenden nicht mehr gegen die Sith gekämpft. Du weißt, dass der alte Chakar ein Sith ist, oder? Das hätte ich mir schon aus den Gerüchten zusammenreimen können, die ich über so einen großen Typen mit rotem Lichtsäbel höre. Vader. Aber er beseitigte so ziemlich alle Jedi. Skirata hoffte, Shisa würde seine Pause auf den Alkohol zurückführen. Shisa konnte keine Ahnung davon haben, dass Ethan eine Jedi gewesen war und dass es auf Kyrimurut jetzt vor Machtnutzern nur so wimmelte. Irgendeine Sith-Fehde. Wenn Palpy mit anderen Dunkelseitern in der Wolle liegen würde, wüssten wir inzwischen davon. Vielleicht will er nur Beskar aufkaufen, um alle anderen davon abzuhalten, sich gegen ihn erneut zu bewaffnen. Abgesehen von Söldnern bestand Mandalors einziges Exportgut, das einen Cred wert war, aus seinem einzigartigen Eisen und den geheimen Techniken der Metallverarbeitung, die das Beste aus dessen Resistenz gegen Lichtschwerter und Machttaktiken herausholten. Nicht einmal Skirata, der sich damit rühmte, an jede Art Informationen herankommen zu können, war in die Geheimnisse der Schmieden eingeweiht. Er wusste nur, dass Palpatine ohne die Mando-Kunsthandwerker für seine Credits nichts aus dem Beskar herausbekommen würde. Langsam sah das Ganze mehr nach einer Belastung als nach einer Trumpfkarte aus. Erinnerst du dich an die königlichen Grabmalarchitekten von Belukat? Die von den Königen versklavt wurden und dann erschossen, damit sie niemandem verrieten, wie die Gräber zu plündern seien. Die Ähnlichkeiten sind mir nicht entgangen, Herr Wood. Wenn der gesamte Jedi-Orden nicht dazu fähig war, Palpatine aufzuhalten, kann es nicht mehr viele machtbegabte Bedrohungen geben, die ihm Kopfzerbrechen bereiten. Shisa hob sein Glas in den Lichtstrahl, der schräg durch das schmutzige Fenster fiel, und kniff ein Auge zu, während er die Reinheit des Tihar prüfte, bevor er wie ein echter Kenner das Aroma einatmete. Ach, da gibt's sogar eine kleine Liste, Kerl. Er nippte genüsslich und schloss für einen Moment die Augen, so als würde ihn die reine Wonne des Geschmacks überwältigen. Vielleicht erkannte er auch gerade, was für einen Riesenjob er sich aufgehalst hatte. Ein paar geflohene Jedi, seine eigenen Schergen der dunklen Seite, wenn sie aus den Reihen tanzen, all die kleinen Sekten, die untergetaucht sind, um den Jedi zu entgehen, und die ganzen unglückseligen Individuen, die das Pech haben, machtbegabt geboren zu werden. Oh, und dann so Typen von Orten wie Harunkal, wo jeder dieses Talent besitzt. Da würde ich mir keine Immobilie zulegen, wenn ich du wäre, es sei denn, du magst deinen Vorgarten verkohlt und glatt wie Glas. Plötzlich bist du Experte in Sachen Midichlorianer. Shisa machte eine Pause. Da haben wir doch mal ein interessantes Wort. Es macht überhaupt keinen Sinn zu versuchen, Machtsensitivität auszuradieren. Skirata bemühte sich, altklug zu tönen, aus Sorge, sich damit verraten zu haben, dass er ein bisschen zu viel über Machtnutzer wusste. Was glaubst du, wo Jedi herkommen? Die haben keine Familien, also die meisten jedenfalls. Macht kommt vor, das weiß er. Es geht nicht darum, ob es wahr ist, sondern darum, ob er es glaubt. Vielleicht will er die Ausbildung ausmerzen. Wenn Begabte nicht ausgebildet werden, dann bekommen sie den ganzen gewieften Kram wie Telekinese oder Gedankentricks nicht hin. Du weißt wohl selbst eine ganze Menge über das Midichlorianer-Geschäft, Kerl. Skirata fühlte, wie sich seine Kopfhaut zusammenzog. Er hatte dieses verbale Sabak-Spiel über die Jahre mit zu vielen Wesen gespielt und es hatte ihn gelehrt, lieber vom Schlimmsten auszugehen, als etwas wörtlich zu nehmen. Meistens lag er richtig.
Wenn er falsch lag, nun, dann war es sicherer als die Alternative, und er war bereit, lieber ein paar Freunde zu verlieren, als etwas Schlimmeres zu riskieren. »Ich habe in den letzten Jahren mit genügend Jedi zusammengearbeitet«, antwortete Skirata mit Bedacht. Für eine Sekunde oder zwei verspürte er Bedauern wegen General Z, der alle Voraussetzungen für einen anständigen Menschen gehabt hatte, wenn man ihn nur vor dieser Jedi-Ossik hätte heilen können. Da schnappt man unterwegs so einiges auf. Ja, das kann sein. Das würde man wohl. Shisa wurde still und schenkte sich einen dritten Tihar ein. Er neigte die Flasche, in dem stummen Angebot nachzuschenken, zu Skirata, aber der schüttelte den Kopf. Wenn er wirklich komplett Harik Baalysh, müde und emotional, wie die Mandoade es nannten, werden wollte, dann würde er damit warten, bis er zu Hause war. Im Augenblick musste er wirklich alle Sinne beisammen haben. Die Stille war verführerisch. Es schien allzu leicht, sich in ihr fallen zu lassen und die Leere damit auszufüllen, Informationen anzubieten. Aber Skirata kannte dieses Spiel. Er konnte es schweigsam aussitzen. Was für eine Art Mando bin ich? Ein Mando mit einem machtbegabten Enkelsohn und einem Ex-Jedi, der mir so teuer ist für meine eigenen Söhne. So einer bin ich. Und ein Mando, der seine Jungs nicht in einen weiteren Krieg stoßen wird, für den sie sich nicht freiwillig melden. Shisa behielt die Stille noch etwas bei, kippte dann seinen Stuhl auf zwei Beinen hoch, um seine Stiefel auf einen nahegelegenen Hocker zu legen. Es ging immer nur darum, wer am längsten sitzen und warten konnte. Sieh mal, Kerl, ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem ungewöhnlichen jungen Kerl im Oyo-Bahat, sagte er schließlich. Ist gar nicht so lange her. Einer der Jedi-Generäle, der unsere schicke Beskar Garm so sehr liebte, dass er für das Leben eines Beruja den Jedi-Orden verließ. Oh, das nenne ich mal Modebewusstsein. Er tippte auf seinem Datapad und reichte es Skirata. Auf dem Schirm war eine imperiale Kopfgeldliste zu sehen, mit dem körnigen Bild einer Sicherheitskamera, das einen sehr jungen, bärtigen, langhaarigen Yussik in seiner Jedi-Robe zeigte. Dieser flotte kleine Krieger hier. Das war es also, worüber Shisa wirklich reden wollte. Skirata konnte es nicht leugnen. Die Fahndungsliste war in Kopfgeldjägerkreisen durch alle Hände gegangen, daher war Yussik kaum ein Geheimnis. Außerdem hatte Yussik direkt vor Shisas Nase eine Auseinandersetzung mit Zoll gehabt. Es war unmöglich, dem keine Bedeutung zuzumessen. »Yep, das ist General Yussik«, sagte Skirata. Die Wärme des Tihar schwand aus seinem Magen und Eis trat an seine Stelle. Er lehnte es ab, Klone zu benutzen und sagte dem Jedi-Rat, wohin die sich ihr Gewissen stecken können. So, und nur mal angenommen, er wäre in der Schnellwahl deiner Comlinks gespeichert, dann würdest du es mich doch wissen lassen, oder nicht, Kerl? Nein, Skirata blieb freundlich, aber er konnte jetzt nicht lügen. Er konnte nur verzögern. Würde ich nicht. Shisa machte erneut eine Pause, aber das leichte Lächeln verließ nie sein Gesicht. Wir haben nicht sonderlich viele machtbegabte Mandos, was ich ein bisschen unglücklich finde, in Anbetracht der vielen Planeten, von denen unsere feine Bevölkerung herkommt. Man stelle sich vor, wie praktisch es wäre, ein paar Mandoade zu haben, die mit der Macht umgehen können. Man stelle sich vor, wiederholte Skirata. Aber ein Machtnutzer in Rüstung wird uns gegen Palpatine nicht viel helfen. Der gesamte Jedi-Orden konnte eh nicht aufhalten. Ich dachte eher langfristig. Vielleicht wird der junge General Yussik viele Kinder haben, die nach ihm geraten. Nein, das war keine Frage, Kerl. Shisa wusste es. Er wusste es. Gut, es brauchte keinen Hellseher, um die Verbindung herzuleiten. Nur ein freundliches Gespräch mit der Belegschaft des Oyo-Bahat. Skirata blieb standhaft. Wenn irgendjemand wüsste, wie man Machtbegabung weiterzüchtet, hätten sie es schon längst getan, bemerkte er. Wir haben 5000 Jahre lang auch ganz gut ohne Machtnutzer ausgehalten. Das ist kein Defizit. Es ist, was wir sind. Fälsch edle Geisteshaltung, aber die wird kein Trost sein, wenn das Imperium beschließt, dass wir ein Problem sind. Und das wird es.
Wir sind besser dran, wenn wir uns auf Verpinentechnologie und ein bisschen ehrlichen Schweiß verlassen, statt auf Genetik. Macht uns nicht besser als diese Aruitis oder Jedi mit ihrer genetischen Überlegenheit. Nein, danke. Shisa hatte mittlerweile sein geduldiges Gesicht aufgesetzt, ein leichtes, aber wohlwollendes Stirnrunzeln. Ich verderbe dir diese hübsche Illusion nur ungern, Kerl. Aber sieh dich mal unter den Mandoade um. Ein völlig gemischter Haufen, ganz klar. Aber meinst du nicht, wir haben selbst die zähen, unbeugsamen Typen ausgewählt und vermehrt? Wo liegt der Unterschied? Das ist nicht das gleiche wie der Versuch, Machtnutzer zu produzieren, entgegnete Skirata, der sich bemühen musste, die Beherrschung nicht zu verlieren. Er war wütend, auf sich selbst, nicht auf Shisa. Er wusste, dass er die Diskussion bereits verloren hatte. Wir haben eine Einstellung herangezüchtet, Fan. Eigenständigkeit, Hartnäckigkeit, Schneid. Das liegt nicht in den Genen. Er tippte sich an die Schläfe. Sie steht jedem zur Verfügung, der willens ist, sie sich zu erarbeiten. Sitzt alles hier oben. Ich werd's Pelpi garantiert ausrichten, wenn er mit einer ganzen Flotte Kriegsschiffe hier anrollt. Wir denken einfach scharf nach und winken ihm hinterher. Skirata wartete auf die unvermeidliche Frage und wusste, dass es, wenn Shisa sie stellte, das letzte Mal wäre, dass er mit dem Mann sprach. Das machte ihm Angst. Es verriet ihm, dass er seine eigenen Wünsche über die seines Volkes gestellt hatte. So hatte ihn Moon in Skirata nicht erzogen. Gemeinschaftliche Verantwortung, so lautete die Parole. Ein Mandalorianer, der nur an sich dachte, war überhaupt kein Mandoat. Aber ich kümmere mich um einen Clan. Clans bilden das Volk. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Kerl, ich bitte dich nur um Mander Jaim willen, sagte Shisa. Falls du Yusik jemals begegnest und er sich immer noch für einen von uns hält, dann besitzt er die Qualitäten, die wir in kommenden Jahren brauchen. Skirata spürte seine Welt schrumpfen. Sein Blick verschob sich, sodass der Rest der schäbigen Hütte nur ein unscharfer Schleier war, aus dem Shisa jedoch so gestochen scharf hervorstach, dass Skirata jede Pore und jedes Haar sehen konnte. Wir könnten den ganzen Ärger aussitzen, irgendwo hingehen. Yusik hat sich etwas Frieden verdient, mindestens genauso wie meine Jungs. Aber wenn ich das ihm gegenüber erwähne, dann wird er denken, es wäre seine Pflicht. Ich kann dir nicht helfen, Mandalore, sagte Skirata. Na gut, war ja nur eine Frage, nur für den Fall, dass er dir über den Weg läuft. Shisa zuckte mit den Schultern. Falls deine ausgezeichneten Klonjungs mal Lust haben, ein bisschen zu observieren, wo sie doch so gut als Sturmis durchgehen können, dann wäre ich sehr dankbar. Skirata wusste, dass Shisa nicht ahnen konnte, wie gut die Klone wirklich in Spionage waren. Er hoffte, es wäre ihm nicht anzusehen. Aber er brachte es immer noch nicht über sich, sich Shisas frischgebackener Widerstandsbewegung anzuvertrauen. Alle dachten, der Zweck der eigenen Sache würde die Mittel heiligen. Aber das war der Punkt, an dem Skirata eine Grenze ziehen musste. Würde er diese Entscheidung für die Klone fällen, dann wäre er nicht besser als sein Jedi-General. Er war sich nicht einmal sicher, ob er es über sich bringen konnte, sie zu fragen. Sie würden ja sagen, genau wie Yusik, das wusste er. Sie würden alles für ihn tun. Das ist ihre Entscheidung, erwiderte Skirata. Und wenn ich darum gekämpft habe, diesen Adika auch nur eine Sache zu geben, Fan, dann ist es Entscheidungsfreiheit. Shisa sah ihn lange an, ohne eine Spur von Frustration oder Enttäuschung in seinem Gesicht, und dann schob er ihm die Flasche zu. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Kerl, sagte er. Behalte den TH. Es war eine durchsichtige Glasflasche. Es konnte kein Peilsender darin versteckt sein, aber Skirata war trotzdem zu argwöhnig, um sie anzunehmen. Bewahr sie für das nächste Mal auf, schlug er in dem Wissen vor, dass es vielleicht keines mehr geben würde. Ich werde dich weiter mit Informationen versorgen. Akzeptiere nur, dass ich in Sachen drinstecke, von denen du vorläufig besser nichts wissen solltest. Ein schreckliches Gefühl der Endgültigkeit hätte ihn beinahe übermannt. Er war bereit, Shisa irgendein Zugeständnis einzuräumen, aus purem Schuldgefühl, weil er sich nicht darauf gestürzt hatte, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Mandalore gegen das Imperium zu verteidigen. Wie kann ich den Mandalore in Zeiten wie diesen nur enttäuschen? Was würde mein Vater von mir denken?
Skirata standen inzwischen weitreichende Mittel zur Verfügung, von Reichtum über Biowaffen bis hin zu Jedi-Blut, was immer für ein Nutzen sich wirklich daraus ziehen ließ. Die Resolnare, die 6 Grundsätze der mandalorianischen Identität, besagten, dass er dazu verpflichtet war, sich um seine Kinder, seinen Clan und seine Kultur zu kümmern und sich in Zeiten der Not schützen von den Mandalor stellen musste. Caesar lächelte. Ich vertraue dir, Kerl. Es war ein äußerst scharfes Messer, das der Skirata damit in den Bauch rammte. Er umfasste zum Abschied Caesars Unterarm, der traditionelle mandalorianische Handschlag, mit der Hand kurz unter dem Ellbogen und ging. Sein Kleider parkte in der Nähe. Die Luke ging auf, als er darauf zuging, und er konnte Ordo mit verschränkten Armen auf dem Pilotensitz sehen. Ordo zog ganz leicht eine Braue hoch. Was stimmt nicht, Kalbuir? Ach, hauen wir hier ab, dann sag ich's dir. Niemand war in der Nähe, oder? Nicht irgendwo beim Schiff. Falls du wissen willst, ob irgendjemand die Möglichkeit hatte, uns einen Peilsender anzuheften. Nein, hatte niemand. Dieser Ort ist völlig verlassen. Die Antriebe sprangen an und stiegen von einem tiefen Rumpeln zu einem schrillen Heulen an, bevor sich der Kleider in die Luft erhob. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man dem eigenen Mandalor nicht vertraut, sagte Ordo und bestätigte damit Skiratas Schuld. Was wollte er? Skirata rang sich mit seinem gespaltenen Gewissen, wusste, welcher Teil dabei gewinnen würde und verspürte keinerlei Stolz dabei. Zu viel, antwortete er.